Und mit einem fröhlichen Tschüss begrüßen wir euch ganz... Wir haben gerade über das Tschüss uns debattiert, weil er vor zwei Teilen nicht Adieu gesagt hat, sondern Tschüss. Oh. Ja, wir sind zurück im nächsten Bonusteil. Zahlenschloss steht an der Reihe. Nummer 828. Und ich würde sagen, versuche es mal. Luke, my boy. Ich werde es tun. Wir haben mal wieder 70 Picaras. Die Tür vor dir hat ein merkwürdiges Schloss. Um es zu öffnen, musst du Spielsteine mit den Zahlen von 1 bis 9 in die Öffnungen setzen. Und zwar so, dass das Produkt der drei Zahlenreihen, der horizontalen und der beiden vertikalen, stets dasselbe ist. Das heißt, wenn du die Zahlen in den drei Reihen miteinander mal nimmst, muss dreimal dasselbe Ergebnis herauskommen. Es gibt 9 Spielsteine, aber nur 7 Öffnungen. Also wirst du 2 Spielsteine nicht brauchen. Kannst du dieses Schloss öffnen? Du könntest letztens das magische Quadrat so gut, also wirst du das hier auch hinkriegen, ne? Ja. Na dann. Mach mal. Mach mal. Streng dich an. Aha, 3, ja, ist schon mal ein guter Anfang. 4, aha, ja. Hör auf mich zu verarschen hier. Was denn? Ich rechne nur mit. Aber 7. 7, ne? 7. Aha, aha, haben wir 13, ja. Oh, mein Telefon geht gerade mal. Unterhalt die Leute mal gerade schnell, ich bin gleich wieder da. Ja, ich lässt da jetzt ein bisschen über ihn ab. Ich erzähle jetzt mal ein kleines Geheimnis. Er hat mir angeboten, seinen üblichen Adventskalender, also seinen Leka-Adventskalender, zu geben, da er für sein letztes Christmas einen schönen Ersatz-Adventskalender gefunden hat. Und eigentlich ist es noch gar nicht öffentlich. Sondern inoffiziell. Und das habe ich jetzt hier verraten. Ich hoffe, er wird mich nicht töten, wenn er das Video sieht. Ist er überhaupt schon wieder da? Hallo, hallo, Test, Test. Hallo, Test. Hallo. Hallo. Okay, er ist noch nicht wieder da. Was kann ich noch erzählen? Das Werbung in eigener Sache. Kommt vorbei. Ich mache Witze. Ich mache schlechte Witze. Ich lache drüber, obwohl sie schlecht sind. Ich baue Tusch ein. Ich bin schlauer als er. Ich, das ist doof. Was kann man denn mal machen? Ich bin so ein schlechter, spontaner Erzähler. Und wieso telefoniert er jetzt 8 Jahre? Wir spielen hier, meine Fresse. Das Video zieht sich nur in die Länge. Ich versuche jetzt mal selbst hier zu lösen. Also wir haben da 6, 10, 13. Er könnte in die Mitte packen. Die 9. Dann haben wir da 11. Dann könnte er rechts in die Mitte die 2 packen. Dann haben wir 13. Dann haben wir da 2 in der Mitte. 2 und 7 ist 9. Und 5. Ah ja, okay, das geht. Na nee, gut. Gucken, ob er es auch selbst hinkriegt. Ich bin gespannt. Ja, ich dachte jetzt nicht, dass er hier jetzt 8 Jahre telefoniert. Ich telefoniere nicht 8 Jahre. Ah, okay. Nur 7,5. Wie geht's weiter? In die Mitte muss... Nee, was habe ich denn jetzt gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. Rechts muss... Was hatte ich denn jetzt? 7, 11. Denke mal... Die 7 muss in die rechte Zeile, in die Mitte. Hä? Ja, rechte Spalte, Mitte. Dann die 2 in die Mitte. Was hatte ich denn? Nee, das kann ja irgendwie nicht sein. 6, nee, die 9 anstatt der 7. So, dann haben wir da nämlich 11. Dann haben wir hier die 10 und passt.
Würde ich jetzt mal so sagen, doch. Nein. Ich sag mal, drei verschiedene Ergebnisse, auch nicht schlecht. Wieso das denn? Drei, vier... Jetzt doch. Nee. Ach, mal nehmen. Oh! Ach, ich hab Plus gerechnet, auch nicht schlecht. Ach, mit hier kann man arbeiten. Unglaublich. Stimmt, genau. Wenn, Geheimnisse verraten. Ah ja, wenn alle drei Zahlen rein, 72 als Produkt haben, ja, ist ja in Ordnung, stimmt deine Antwort. Die Abbildung oben die Abbildung links zeigt eine von vielen möglichen Zahlenkombinationen. Die Zahlen, die du nicht gebrauchen kannst, sind die 5 und die 7. Schön. Mhm. Ich wusste, dass du es kannst, natürlich. Ich auch. Ich musste es zwar selber machen, aber ich wusste, dass du es kannst. Vier Kugeln. Dieses Rätsel erfordert deine volle Aufmerksamkeit, mein Junge. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nicht zum Schieben! Sehr geil. Ach, befördere jede Kugel in die Nische mit der entsprechenden Farbe. Schaffst du es, dieses Rätsel zu lösen? Ach, wer lässt sich sowas einfallen? Wer freut sich daran, Menschen so zu quälen? Ich. Moment mal, das ist ja einfach. Ach, wie das ist ja einfach. Geil. Das ist ja einfach. Meinst nee, du? Das ist nicht einfach, das passt ja nicht. Ja. Also kannst du nur jeweils immer zwei bewegen. Kuckuck, hallo. Gucci Kaki. Komm zu euch. Hallo, wie geht's euch? Gut, ah, mir geht's auch gut. Ah, schön, schön, schön. So, haben wir jetzt hier die rote. Was haben wir da für eine Farbe? Gelbe. Gelb. Lecker. Ja, das finde ich auch. Shit. Ja, das sieht gut aus. Aha, mhm. Ah ja, mhm. Ich bin derselben Meinung. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ah ja. Lecker, ne? Sehr lecker. Und nu? Wie ist die rote da wieder? Ach, egal. Hast du dich wieder festgefahren? Ja, ich hab mich wieder festgefahren. Da freut sich aber einer. Extrem! Juhu, Party Rock ist in der Hand. Ja, genau. Oh nein. Wieso habe ich die rote denn jetzt vertauscht? Oder? Das war ihm genau. Mit meiner extra stimmbrüchigen Stimme. Extra stimmbrüchigen. War das bei dir auch so extrem? Nur mal so als Zwischenspaß. Nein. Aber ich meine, ich habe auch nicht solche Let's Plays gemacht. Ja, toll. Ja. Das war ja aber schon vorher. Die Let's Plays. Der Stimmbruch. Ach so. Das wusste ich natürlich nicht. Obwohl, das könnte genau dann angefangen haben. Ja, siehste. Schon komisch. Tja, Sachen gibt's. Alles wegen dir. Wegen mir, natürlich. Immer alles auf den... immer alles auf die kleinen Dicken. Oh, was hast du gesagt? Ja. Na? Ach na. Mann! Fast. Ja, aber auch nur fast. Die Dicke muss weg, die dicke Bertha hier. Ach, jetzt ist auch wieder festgefahren. Ich brech ins Essen, Mann. Stell mir das schon jedes Mal vor, wenn du das sagst, wie du so wirklich ins Essen brichst. Ey, Mann, das ist ein Spruch. Ja, ja, ist klar. Einer von vielen. Hoffentlich bleibt es einer. Einer von vielen aus meinem aktuellen Repertoire.
Allerdings. Aha. Das müsste jetzt passen. Na, endlich. Ah, ha. Du kannst es also doch noch. So, sieht's auch schön aus. Das ist wichtig. Genau. 182. In 28 Zügen. Exzellent, dieses Rätsel ist in 28 Zügen lösbar. Es ist auch nicht schwer, wenn man sich nicht durcheinander bringen lässt. Natürlich, es ist total einfach. Also macht es auch mal. Sehr gut, mein Junge, das habe ich wieder sehr gut selbst gelöst. Extrem. So, super. Haus des goldenen Apfels. Zu viele Damen. 5. Oh nein. Ach, du Scheiße. Versuche dieses Rätsel mal. Das ist doch das von Schnipp, Schnapp, Schniedel ab. Ja. 99, Picaras. Das ist einer der Rätsel, von denen uns berichtet wurde. Ja. Im Schach kann die Dame beliebig weit horizontal, vertikal und diagonal über das Brett ziehen. Also gut, dies ist die Königin der Schachrätsel. Kannst du 8 Damen so auf dieses 8x8 Schachbrett aufstellen, dass keine einer anderen im Weg steht? Das ist das schwerste Rätsel bis jetzt. Ja, 99. Dann mal auf. Auf, du junger Wandersmann. Sehr schick, ich weiß noch nicht, ob das die Lösung ist. Fertig! Oh, Manu! So wird das nix. Jesus von Nazareth. Jetzt hör auf zu spielen! Ich spiel nicht! Nee, gar nicht! Ein Zeh für Calvin. Ey, Alter, jetzt hör. Ey, Alter. Ey, Alter. Ja, warte mal, ich muss noch. So. Oh. Scheiße, ich hab keine Damen mehr. Müssen wir das so? Na, Mann, ich hab keine Damen mehr. Mir fehlen 2 Damen für ein N für NRW Boy. Schade. Na gut, alles klar. Jetzt mal Ernsthaftigkeit hier an die Sache. Ich dachte, der Richtige. Wow, wie ernsthaft. Ja, warte, ich kann auch anders. Ach komm, jetzt hör auf, du verbleibst nur die Zeit. Ach man, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, es reicht aber auch irgendwann. So, also. Fangen wir hier vorne an. So. Hätten wir schon mal 4 weg. Gratulation. Das jetzt stimmt. Ich hab keine Ahnung. Warte mal, mal gucken. Zack, zack. Nee, passt schon nicht. Wo? Unten, ja, die beiden Ecken passen schon nicht. Wieso die beiden Ecken? Ja, unten rechts und oben links. Oh, scheiße. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Sah gut aus. Schade. Mann! Drecksack. Der sich wohl erschreckt hat. Ich tippe auf Andy. Der Andy Septerama. Wird er so ausgesprochen? Keine Ahnung. Andy, wie wirst du ausgesprochen? Sag es uns. Siehst du? So wird er ausgesprochen. Okay, dann nehme ich jetzt immer Andy Wuff. Andy Wuff Wuff. In der Zock-Zock-Zockerbude. Richtig. Wir machen ihn hier noch berühmt. Ja, er wird zum Star. Da, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Das klappt nicht, das klappt nicht. Klapp, klapp, klapp. Bleiben wir mal hier hin. So, jetzt müsste man eigentlich wieder vorne anfangen, richtig? Das hier passt nicht, das passt. Das würde passen, aber dann hätte ich da unten die... Nee, da kann ich nicht, da kann ich auch nicht.
Aber hier vorne kann ich. Diagonal, vertikal. So. Hier kann ich nicht, da kann ich nicht. Hier kann ich hier. Das wäre möglich. Jedenfalls richtig. Es wäre aber auch hier möglich. Das passt, das passt. Wenn wir mal da. So, da nicht möglich, da nicht möglich. Hier wäre es nicht möglich. Hier wäre es auch nicht möglich. Hier ist die einzige Möglichkeit. Hier, dann kann das hier unten eigentlich nur noch da sein. Fertig. Oder? Wie siehst du das? Gehört? Moment. Gut. Wollen wir mal prüfen. Es sind alle gelb geworden. Es sind alle gelb geworden. Ja. Nicht schlecht. Ja. Sehr gut, du hast dich bis zu einem Schachbrett in Originalgröße 8x8 durchgebissen. In der Schachwelt ist dieses Rätsel in genau dieser Konstellation als Damenproblem bekannt. Wenn du rotierende und gespiegelte Aufstellungen als eigene Lösungen wertest, gibt es 92 Lösungen für dieses Rätsel. Wertest du sie nicht, gibt es 10. Na, das ist doch nicht ganz so schön. Wunderbar, weiter so. Neues Rätsel, neuer Teil, würde ich echt? Sagen. Echt? Jetzt schon? Ja, du brauchst lange. Ja, vielen Dank auch. Du brauchst... okay. Bis dahin, NRW 18, adieu. Und ciao.